Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Miscreated. In der heutigen Folge habe ich geplant, mal zu dem Bodyshop zu fahren und ein Auto zu lackieren. Ich habe mir für ein bisschen Geld, kann man sagen, mit der teuersten Skin überhaupt, den es für Miscreated gibt, unverschämt gegen die Preise von Waffenskins, ein Skin hier für den Jeep gekauft. Und Freunde, ich habe megamäßig Bock, heute in der Folge den Wagen schön zu lackieren. Und ich habe auf jeden Fall alles mit schon, was wir brauchen. Und ich würde sagen, wir quatschen auch gar nicht lange, sondern rüsten den Wagen direkt aus. Und dann geht es direkt weiter, dass wir kurz noch ein bisschen Sprit suchen, vorher Essen suchen. Das wollte ich jetzt gerade eigentlich schon gemacht haben. Und auf dem Rückweg dann auf jeden Fall gleich zum Bodyshop fahren. Wahrscheinlich kommt auch noch mein Cousin dazu, steht aber auch noch nicht ganz fest. Und ja, so sieht der Plan aus. Wir werden gleich dann auf jeden Fall schön den Wagen pimpen. Ich habe noch nie einen lackierten Wagen gesehen, selber hier im Spiel, muss ich auch mal ganz klar dazu sagen. Und bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Und der Jeep an sich, den feiere ich halt eh mega. Und mit dem Skin sieht der gleich richtig, richtig geil aus. Ich habe noch nie irgendwie gesehen, wie die Wagen lackiert werden und, und. Deswegen bin ich auf jeden Fall selber auch sehr gehypt. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt schnell Essen, ein bisschen mehr Benzin. Und ja, dann würde ich sagen, können wir auch schon loslegen. Alles klar, den packe ich da jetzt noch rein. Dann wieder meine Gewehre. Die Axt kann ruhig hier in dem bleiben. So. Okay. Dann nehmen wir uns doch mal. Oh yeah. Fährt sich auf jeden Fall gut. Wie sieht's drinnen aus? Schick auf jeden Fall. Doch, doch. Gefällt mir, gefällt mir. Alles klar. So. Aus dem Weg. Und einmal rückwärts dran. So, ist noch zu groß der Abstand. Ah, ist noch ein kleinen Tacken zu groß. So. Hallo? Kann man das Bullenauto nicht abschleppen? Doch, komm, erzähl mir doch keinen. Wenn nicht, schleppe ich den anderen ab. Sekunde. Nochmal ein kleines Stück. So. Ehrlich nicht? Geht's denn andersrum? Komm, es muss klappen. Erzähl mir doch jetzt keinen. Die haben doch ein Tauengkabel drin, ja. Es muss gehen. Okay, sehr komisch. Okay, ich habe gerade keine Ahnung, wieso es nicht geht. Ich werde jetzt gleich nochmal gucken. Allerdings brauche ich auf jeden Fall jetzt erstmal kurz was zu essen. Ja krass, hier steht auch noch ein Sedan rum. Läuft. Und wenn ich dann Essen habe, können wir auf jeden Fall wieder zurück. Ich überlege, ob ich kurz... Komm, wir fahren kurz nach Highward rein, hinten zu der Apfelbaumstraße Richtung Schiff. Da sollten wir eigentlich relativ viel Essen an Äpfeln kriegen. Und es ist nicht so weit. Und dann fahren wir wieder zurück. Weil jetzt hier die Häuser zu durchsuchen nach schlechtem, vergammelten, radioaktivem Essen, habe ich auf gar keinen Fall Bock. Also kurz dahin. Es gibt Essen. Essen. Juhu. So viele Apfelbäume. Ich liebe diese Straße. Okay, sammeln wir jetzt erstmal jetzt... Ist mein Magen auf jeden Fall relativ gut gefüllt. Okay, let's go. Nice. So, die anderen paar nehme ich auf jeden Fall noch mit. Essen kann man nie genug haben und trinken. Trinken müsste ich eigentlich auch gleich schon wieder mal auffüllen. So, packen wir hier nochmal. Kann ich auch direkt nochmal an der Tankstelle nach Benzin und so gucken. Okay. So, voll gegessen. Durch die Äpfel auch noch direkt voll getrunken. Einen kann ich noch vertragen.
So. Alles klar. 199, so kann es bleiben. Und die Taschen randvoll. Okay, eben die Waffen weg. Dann beladen wir den hier auch nochmal, würde ich sagen. Fahren wir direkt vor, dann müssen wir weniger laufen. Können direkt auch wieder abhauen. Oh, ich feier den Jeep. Der sieht mal megamäßig nice aus. Richtig geil. Oh mein Gott, gefällt mir megamäßig gut. Okay, doof gelaufen. Soweit wie ich es jetzt verstanden habe, kann man nur Metallteile, also so Baseparts, mit dem Auto quasi wegziehen. Und kein anderes Auto. Finde ich ein bisschen schade. Wäre natürlich ultra praktisch. Das könnten die auf jeden Fall mal als Mod einfügen, dass man andere Autos damit abschleppen kann. Ist auch egal, dann nehmen wir den. Und ich würde sagen, wir brechen auf. Auf Richtung Bodyshop, let's go. So Leute, jetzt bin ich hier schon an der Tankstelle. Wir biegen ab runter an den See Richtung großer Schrottplatz, wo der Bodyshop ist. Man kann jetzt leider den Schrottplatz noch nicht sehen, weil es gerade nebelig ist. Aber ich bin so übertrieben gespannt, A, wie das aussieht, wenn das Auto lackiert wird. Ob das einfach so plöpp fertig ist oder ob da irgendwie sich richtig die Dinger bewegen. Und ich bin so übertrieben gespannt, wie der Skin am Ende aussieht. Und freue mich jetzt einfach auch wieder mal was zu erleben, was ich noch nie gemacht habe. Und ich würde sagen, wir sind fast da, also let's go. Okay, Pimp My Ride, meine Freunde. Hier ist die Werkstatt. Unnormal geil, auch schon außen mit den Graffitis. Oh, ich feiere es übertrieben. So, jetzt setzen wir den Wagen da rein. Den parken wir dann einfach nämlich hier. So. Es war schön mit dir. Jetzt gleich wirst du aufpoliert. Dann müssen wir hier rein, soweit wie ich das vom Kumpel erfahren habe. Und dann müssen wir. Müssen wir? Nee, du sollst ihn nicht zerstören. Du sollst den. Skin Bicycle, da. Ah! Was, man braucht Aim-Coins für die Aktion? Ja, ich habe keine Aim-Coins mit, Freunde, weil man die ja normalerweise hier nicht braucht auf dem Server, weil ich ja die Kiosk-Skin nur für Skins angemacht habe. Shit, wir müssen ein paar Zombies kurz wegklatschen. Ich brauche unbedingt jetzt ein paar Coins. Okay, Freunde, ich habe jetzt ein paar Coins. Ich hoffe, die reichen. So. Oder geht es nicht, weil es dafür deaktiviert ist? Jetzt sag mir nicht, es geht nicht, weil... Reichen die Coins nicht? Reichen die Coins immer noch nicht? Das kann ich nicht glauben. Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass es deaktiviert ist. Aber man kann ja skinnen. Okay, kommt her! Wo seid ihr? Ich muss noch ein paar von euch wegschlachten. Hallo. Okay, nächster Test mit 12 Coins. Es wird nicht klappen. Okay, warum? Ich brauche mehr Coins. Verdammt, dann fahre ich jetzt und suche Gegner ohne Ende. Was soll denn das? Okay, Leute, ich hoffe, es geht jetzt. So. Ja, es hat geklappt. 20 Stück, also gut, das ist schon mal gut zu wissen. Oh mein Gott, Leute. Shit. Der sieht mal mega nice aus. Direkt einmal draußen angucken. Oh yes. Oh mein Gott, Leute. Pimp My Ride. Oh shit, der sieht aber mal lecker aus. Der sieht mal richtig gut aus. Gefällt mir. Und auch wenn er im Busch steht oder so, ist der jetzt noch ein bisschen unauffälliger. Und es ist einfach einzigartig. Keiner sonst fährt mit so einem Wagen jetzt hier rum. Nice. Oh mein Gott, wie nice. Okay, Freunde. Ich finde, der Wagen sieht wirklich hammerkrass aus. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich habe nämlich wenig Videos gefunden oder fast eigentlich gar keine, wo Leute einfach mal ein paar Skins von den Autos zeigen. Ob ihr Bock hättet, dass ich mal noch ein paar mehr zeige
Und auf jeden Fall, wie ihr den Skin findet und ob ihr Bock habt, dass ich auf jeden Fall mehr Miscreated bringe. Und ja, mehr kann ich nicht sagen, Leute. 20 Coins und man braucht natürlich den Skin dafür und den richtigen Wagen. Aber ich finde, es sieht hammerkrass aus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr Bock auf mehr habt, abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen und einen Kommentar von euch. Ich würde sagen, macht es gut. Haut rein. Bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Peace.